Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir sind ja noch von unserem letzten Beutezug zurückgekehrt. Wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen aufgeräumt. Und ich dachte mir, da wir Tag 13 haben und schon so gut wie vor der Hordennacht stehen, dachte ich mir, könnten wir uns ja mal spaßeshalber sowas wie eine Art Hornbase bauen. Das heißt, ich werde es zumindest versuchen. Wird jetzt nichts Großes, aber ein bisschen. Ich werde auch dumpferweise einfach den Platz hier vorne nutzen. Wer weiß, wie lange die Experimental noch geht. Und bevor ich hier ewig und drei Tage mir hier irgendwas Komplexes aufbaue, nehme ich einfach das, was da ist. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich werde jetzt die Nacht nutzen, um ein bisschen Ressourcen zu sammeln, da ich Holz brauchen werde und Pflastersteine. Im gleichen Zug pflanze ich natürlich hier gleich neu, weil das Holz werde ich brauchen. Ich nehme jetzt einfach das, was mir am nächstbesten unter die Nase kommt, damit ich es zur Not nicht ganz so weit habe. Leute, habt ihr das gesehen? Das sind Zombiehunde und ich bin hier mitten in der Nacht. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Weil ganz ehrlich, die sind ja nicht so weit weg, ne? Da sind sie. Oh nein, da unten ist schon der erste. Da sind zwei. Shit. Ich mache natürlich auch gleich beide auf mich aufmerksam, aber hey. Zwei. Ins Haus kommen die doch nicht, oder? Plumps. Eigentlich war das doch zombiefrei, das Haus, oder? Na, jetzt geht's aber ab hier. Erst Zombiehund und Bären und jetzt nochmal eine Nacht mit nochmal Zombiehunde. Ach komm, wie so mutig. Komm. Hier machen wir mal einfach schmeidig zu. Da ist der nächste. Wenn ich den zumindest wegmache, habe ich immerhin Ruhe, ne? Weil kommen tun ja so oder so. Na, mal sehen, treffe ich den. Oh, Haken gezogen. Cool, der sieht mich nicht. Na, jetzt sollte das aber kein Problem sein, den kalt zu machen. Easy. Für den Fall, dass ich noch Felle brauche, nehmen wir den mal spontan aus. Wieso hört sich das so an, als ob hier der gleich da ist? Hallo. Doch keiner da. Na gut. Dann fällen wir mal weiter. Sind ja weit weg. Ah! So viel dazu. Ey. Nein. Shit. Wo ist mein... Nein, nein, nein. Nicht kaputt gehen. Hilfe. Ha. Aber ich habe euch gekriegt. Ich bin schon wieder infiziert. Ich glaube das jetzt nicht, ne? Aber ich habe ja zum Glück noch meinen Honig, der anscheinend noch nachwirkt. Oh, wie cool. Perfekt. Also nicht nachmachen. Nein, nein, nein. Na Mensch, hat doch mal gelohnt. Das waren auf jeden Fall die zwei, die ich getroffen habe. Gar nicht so einfach, hier nachts unbemerkt was zu machen. Ah! Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Das war jetzt aber gar nicht so schwer. So, wo habe ich noch einen Baum, den ich fällen kann, der viel bringt? Und neu gepflanzt.
Da war auf jeden Fall hier was noch zum Looten. Da kann ich mich noch erinnern. Da ist der nächste Hund. Sag mal, wie viele waren das denn? Na los, komm. Haha, nimm dies. Metzel, Metzel. Okay, allzu stark können die nicht gewesen sein. So, noch wer ohne Fahrschein? Ich bin bereit. Kuckuck. Das ist ja jetzt einfach. Schon fast zu einfach hier. Cool, der geile Stuff liegt hier schon direkt für mich bereit. Da sage ich doch nicht nein. Das kann ich aber nicht gewesen sein, wenn man hier erstmal die Tür aufmachen muss. Naja. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Oh, cool. Reifen. Jetzt kommt der Dicke von da hinten wahrscheinlich. Ich sehe das doch schon wieder. Ha, ich habe dich gehört. Ich kann durch Wände gucken. Okay, der Knüppel macht ordentlich Wumms. Ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt. So, was können wir denn? Fertigung von Klingen. Reparaturwerkzeugen. Okay, hier haben wir noch mal 10 Mescher mit Knüppeln. Hahaha, Zombies, ich komme. So, hier haben wir noch mal 8% leiser sein. Ist auch nicht so verkehrt. So viel Platz. Naja, ein bisschen habe ich noch. Ja. Guck mal, schönes Jagdmesser haben wir auch. War doch gar nicht so verkehrt. Ein Reifen. Kann ich noch Punkte ausgeben? Tatsächlich 2. Da ich ja hier irgendwann mein Motorrad haben will, habe ich mir sagen lassen, muss man das Gedöns hier skillen. Um irgendwie die Chance zu erhöhen, da mehr Punkte zu bekommen in dem Bereich. Ich brauche ein paar Woodframes. Das sieht so komisch aus. Naja, gut, wird schon richtig sein. Wie viel könnte ich denn bauen? 100. Nee, lassen wir es mal bei. Ich finde 39 ist eine schöne Zahl. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall Holz zum Aufwerten. Also wird das Holz, was wir da haben, nicht ausreichen. Also kommt der Baum auch nochmal mit. Nummer 1. Und hier bauen wir noch einen hin. Ist weit genug weg. Nummer 2. Den können wir, glaube ich, auch abernten. Da dürfte nichts Spannendes drin sein. Nee, nur einer. Dann kommst du wieder direkt dahin. Okidoki, dann würde ich sagen... Hey, deswegen, das ist doch hier was anderes. Wie kommst du mir denn hier mit Baublöcken? Das gefällt mir hier schon wieder nicht. Was bist du denn jetzt hier für ein Baublock? Ach, du bist schon aufgewertet. Das finde ich ja doof. Weil mit Aufwerten kriegt man nämlich auch Erfahrungspunkte. Aber wir müssen uns hier erstmal überhaupt irgendwie eine Orientierung machen. Ich kann das ja ein bisschen da. Ja, ein bisschen Platz habe ich hier wohl. Okay, ich glaube, ich werde ein paar mehr Blöcke brauchen. So, mal gucken. Tatsächlich, die sind schon vollkommen aufgewertet. Aber das ist nicht schlimm.
Na gut, dann ersetzen wir euch mal hier durch die eh gemacht werden müssen. Alles andere kann man dann hinterher nochmal gucken, wenn noch was da ist. Doch schon mal schick. Keine Ahnung, ob das jetzt effektiver ist, mit diesen Dingern zu arbeiten oder das zu einem normalen Woodframe und den aufzuwerten. Normal mache ich das eigentlich eher so, weil ich dadurch halt Erfahrungspunkte gewinne und naja, ich sag mal so, je mehr Erfahrungspunkte, desto schneller kommt man halt auch voran, weil man kriegt Punkte, die man einsetzen kann. Man kriegt natürlich auch schwierigere Zombies, aber das will man ja im Grunde auch. Von daher muss man immer so ein bisschen das für sich austarieren, wie man das gerne hätte. Ich mache aber erfahrungsgemäß das eher so. Und der Vorteil, den man ebenso hat, gerade beim Basebau, man kann, wenn man sich mal vertan hat, hat man immer noch die Chance, das wieder heile zu machen. Man sagt hier, der Block kommt jetzt dahin und ich nehme den wieder weg oder ich füge den neu hinzu. Also das ist schon nicht so irrelevant, finde ich. Aber das ist jedem selbst überlassen. Von daher, ihr habt die freie Auswahl. So, hat das schon mal eine ordentliche Höhe, ne? Eins, zwei. Wie habe ich die Ebene nicht richtig gemacht? So müsste es eher sein. Schon hier die ersten Fehler gemacht. So fängt das an. Da habe ich halt noch meine Zwischenebene. Mein Gott, ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Das einzige Blöde, ich brauche jetzt tatsächlich mehr Woodframes. So, jetzt haben die noch mal eine Zwischenhöhe. Dann ärgere ich die ein bisschen. So, ich mache jetzt bewusst aus Ressourcengründen erstmal nur drei Blöcke. Weil ich muss ja nachher noch weitere Ebenen bauen. So, das ist doch schon mal ordentlich. Schon fast Einsturzgefahr hier. Deswegen bauen wir hier nochmal einen Zwischenboden ein. Kann da nichts passieren. Und wie man sieht, habe ich schon keine Woodframes mehr. Ah! Ein paar werde ich schon noch brauchen. So, und weil das Ganze ja auf einem Bein sich so schlecht steht, machen wir hier noch einen und dann... Ja, finde ich prima. Und dann machen wir von hier aus jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt nur für mich zur Orientierung. Boah, doch ganz schön eng. Und dann kommt hier nochmal meine Base nachher hin. Zu klein darf ich die auch nicht machen. Zu groß aber auch nicht. Gucken wir mal, ob das reicht. Naja, viel ist es nicht. Viel Luft nach hinten habe ich tatsächlich auch nicht. Aber mein Gott, wir testen das ja mal. Das muss erstmal reichen. Später kann man das immer noch anders machen. Für unsere Testzwecke wird das ausreichen. So, mal gucken, ob wenn hier das praktisch ist. Man kann nämlich von hier nachher mal eben schnell zu der anderen Base rüber. So war halt perspektivisch der Plan, dass wenn ich denn mal da drüben bin, ganz schnell darüber komme. Mir kann jetzt natürlich auch zum Verhängnis werden, dass meine Base ziemlich nah da drüben ist und mir hier die nachher das Gebäude da drüben einhauen. Aber ja, werde ich ja sehen. Das wird schon klappen. So, dann...
brauche ich nochmal andere Formen. Und zwar nicht den in der Ecke, auch nicht den in der Mitte, sondern den oben in der Mitte. Und dann kommt er, ich hoffe, das ist hier richtig, dahin. Ja, das ist jetzt ein bisschen Fisselarbeit, aber das geht. Nur nicht runterfallen. So, wer das haut jetzt hier nicht hin. Naja, im Zweifelsfall kann man es ja immer nochmal wieder neu konstruieren. Egal, machen wir es halt so. Die Idee ist, dass die Zombies hier raufkommen und dann hier sich drauf bewegen. Zwischendrin, wenn die hier drauf sind, bauen wir denen noch eine Springvorrichtung, dass sie hier einmal hüpfen müssen und auf dieser Geraden aufgehalten werden. Das baue ich hier einmal hin. Und wo baue ich es noch? Und ich mache das denn hier vorne auch nochmal? Ja, machen wir hier nochmal. Dann kommt als nächstes die Gerüstleiter. Das müsste die sein. Und auch hier wieder das gleiche Spiel in anderer Formatierung fortgeschritten. Nämlich so. So, hier können wir das auch nochmal machen. Dieser Block hat nämlich den Vorteil, dass man hier hindurch pieksen kann, jetzt mit dem Knüppel schlagen kann, greifen kann, also was ja nicht so irrelevant ist. Und deswegen nehmen wir die hier. Da ich aber noch einiges mehr brauche, werde ich ja auch nochmal zusehen, dass wir uns nochmal Holz besorgen. So, die kann ich erstmal wieder aufnehmen. Und dann ging es eigentlich ans Aufwerten. Ne? Also eigentlich hätte ich das da auch schon zu so einem Block machen können und ich glaube, ich werde das auch machen. Wichtig ist erstmal, die hier unten aufzuwerten, weil das sind die, die die Zombies am ehesten angreifen werden, weil das quasi auf Augenhöhe ist. Und nach oben vorarbeiten können wir uns dann immer noch. Nichtsdestotrotz werde ich das Holz alles erstmal auf Holz aufwerten. Für die Horn noch müssen wir aber auf jeden Fall noch auf Pflasterstein übergehen. Weil kann ja sein, dass ich vielleicht schon den ersten Kotzer kriege oder so. Sei es jetzt Polizist oder was auch immer dieses andere Vieh da war. Stellung kopiert. Nein. Das werden wir doch zur Verstärkung hier nochmal nehmen. Ja, wie ihr seht, schön XP-Punkte. Arbeitet weiterhin für uns. Da nochmal. Weil die Dinger gehen erfahrungsgemäß immer kaputt. Wundert euch nicht, warum ich das jetzt hier auch schon noch mitmache, ist, weil ich das perspektivisch nochmal etwas ausweiten werde. Oh, jetzt habe ich tatsächlich kein Holz mehr. Okay, vertagen wir auf später. Jetzt bringe ich meinen Krams von vorhin hier erstmal nochmal weg. Und dann machen wir noch die eine oder andere Quest. So, was haben wir denn an Quests? Befall Stufe 3. Wo ist das denn? Da hinten. Dann würde ich vorschlagen, vielleicht finde ich ja was zu futtern. Auf geht's zum nächsten Questgebäude. Wo ist es denn? Da. Hier habe ich schon mal Hallo gesagt. Genau. Komm, die Fackel, die können wir spontan mal mitnehmen. Ey. Meins? Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und lassen wir uns mal überraschen. Wahrscheinlich wird hier der Ausgang sein. Und natürlich geht es da rein. So, brauchen wir für unsere Hornbase. Wie gut, dass ich meine Schaufel mitgenommen habe. Wie? War da noch eine dahinter oder bist du von den Toten auferstanden? Da war noch eine dahinter. Gibt's ja gar nicht. Ich erinnere mich dunkel an diese... Au!
Shit. Au, 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 au. Sag mal. Au, 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 au. Nein, nein, nicht schon wieder. Wer hat das olle Ding nicht geladen? Hilfe. Aua. Boah, was für ein Rotz, ey. Und ich bin schon wieder infiziert. Und... Ah. Sowas kann ich ja gebrauchen. Und nein, mein Dingsbums-Bonus ist weg hier. Mein Honigbonus. Boah, wenn sich das nicht lohnt hier, dann bin ich aber sauer. Mann, Mann, Mann. Das hat ja mal reingehauen hier. Soll wäre das befallene Gebiet. Ah, habe ich vielleicht nicht aufgepasst. Wahrscheinlich lag es daran. Das heißt, die kommen noch mehr so komische Viecher. Also, erstmal einen Laden. Damit wir vorbereitet sind. Und sowas hier nicht nochmal passiert. So, jetzt erwarte ich aber entsprechend geilen Stuff hier. Wehe, wenn nicht. Guten Tag. Nee, 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 nee. Nicht mit mir hier. Mach auf. Oh, 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 oh. Gleich noch so ein leuchtendes Gedöns hier. Also nicht leuchtend, aber ihr wisst, was ich meine. Boah, das ist voll anstrengend hier. Schmerzmittel brauche ich auch. Die ist aber... Oh, ich meine... Nee, die ist kaputt. Was zu futtern? Bitte Honig. Oh Mann, kein Honig. Also Honig habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Und natürlich ist hier nichts Verwertbares dabei. Aber wir sind ja auch noch nicht durch. Kühlschrank habe ich ja auch noch vor meiner Nase. Na, immerhin was zu trinken. Okay, säubern. Das heißt, ich habe hier eh nichts. Oh. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.